Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Ja, das letzte Mal sind wir hier in Geofulcrit angekommen und haben auch schon für die Bewohner dort, hi Katze. Okay. Rennt die Katze da einfach mal so durchs Bild. Okay, ich habe mich scheinbar ein bisschen weit vorne hingestellt. Ja, das letzte Mal sind wir hier in Geofulcrit angekommen, haben die Dorfbewohner hier auch schon getroffen und haben auch schon gehört, was das große Problem hier ist. Und zwar ein riesengroßer Felsen, in großen Anführungszeichen, der den Tunneleingang blockiert. Und wir müssen uns jetzt eine große Fassbombe machen, indem wir ganz tief in den Vulkan reingehen. Und da waren wir tatsächlich auch schon. Also wir waren ja fast schon beim Vulkan. Nur dann sind wir auch wieder auf den verrückten Doktor gestoßen und seinen kleinen Kumpan. Und ja, mit denen werden wir jetzt wahrscheinlich unsere nächste Begegnung haben. Die haben wir dann das letzte Mal noch sein lassen. Aber wie gesagt, da werden wir wohl dieses Mal dann gleich unsere große Begegnung haben. Und ich habe das schlechte Gefühl, dass gleich wieder ein mechanisches Monster kommen wird. Weil sie es ja einfach nicht sein lassen können. So, aber zuerst mal will ich nochmal schnell zum... Das ist übrigens eine verdammt große Waffe, ne? Will ich mal nur so anmerken. Will ich nochmal schnell zum Schmied. Weil ich habe mich dafür entschieden, mir eine neue Rüstung zu machen. Das ist, glaube ich... Ja, eigentlich nicht Waffen kaufen. Rüstung kaufen kann ich ja immer noch keine neue. Hat doch Legierungs... Nee, hatten wir die schon? Ich glaube nicht. Jägerrüstung war aber die Legierungsrüstung noch nicht. Gesundheit plus 2 Verbrennung aufheben. Ist auch schon eine coole Rüstung. Sieht halt nur furchtbar aus. Aber ich habe mir gedacht, dass ich mir... Oh, Iodrom. Okay, und Basarius haben wir. Klar, die haben wir jetzt natürlich auch. Die will ich mir natürlich gleich mal anschauen. Sehe ich die? Ja, tue ich. Okay, der Hydra-Biss sieht ganz cool aus. Der Basarius-Hammer sieht eigentlich auch ganz cool aus. Was kann der? Also jetzt Ausrüstung hier. Schutz 10 hoch, okay. Aber dafür kein Element. Ja, nee, Basarius-Rüstung, die hat irgendwie was. Muss ich sagen, der Helm sieht ziemlich cool aus. Hitzeabwehr und Schlaf aufheben. 50 Verteidigung. Ja gut, da kann unsere Rüstung mittlerweile auch nicht mehr mithelfen oder mithalten. Ich habe den Fisch übrigens immer noch nicht. Hab ich jetzt irgendwie wieder nicht dran gedacht, den zu holen oder hatte keine Zeit dafür. Ja, aber da kämen wir auf 38 hoch. Das ist halt das. Also wir brauchen auch schon langsam mal von der Verteidigung her eine bessere Rüstung. Und das ist auch schon wichtig. Ansonsten haben wir keine neue Rüstung. Dann schauen wir mal nach dem... Oh, schwarze Diablos-Rüstung. Was kann die denn? Die sieht jetzt schon cooler aus. Das Problem ist, dass... dass ich die gerade eben nicht machen kann, weil ich dafür noch schwarze Diablos platt machen muss. Was ist denn das überhaupt für Fähigkeiten? Was sind das für Fähigkeiten? Wird die ausgeteilte Schadensmenge von Kraftangriffen. Achso, ja, okay. Ja, wobei, wenn wir Hammer spielen, wird leicht die Verteidigung. Wäre eine coole Rüstung, definitiv. Auch wenn sie minus Eis hat, aber das geht ja. Ich würde aber ganz gerne die Nascilla-Rüstung Schlaf aufheben. Ja, die hat auch plus 30, aber vielleicht können wir die machen. Ja, die hat halt minus 2 Feuer. Schlaf aufheben und Gift aufheben, das wäre nämlich eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, die hat natürlich minus 2 Feuer und da wir dann eh bald gegen den Agnaktor kämpfen werden, ist das vielleicht nicht die beste Idee, da jetzt zu wechseln. Wobei, wie heißt er denn? Wo ist er überhaupt? Zamtrios, da. Zamtrios, ja, hat 0. Also von dem her, ja, 0 ist nochmal besser als minus 2. Schade, ich mag die Dings, ich mag die schwarze. Schwarze Diablos-Rüstung. Aber ich liebe halt auch die Digitante Nascilla-Rüstung. Das ist halt das Problem. Wobei, eigentlich wäre ja die normale besser. Kann ich nicht die normale haben mit diesen lila Streifen? Weil das ist eigentlich das, was sie so cool macht. Das ist halt das. Wobei, dann können wir auch die nehmen. Da haben wir wenigstens das kritische Auge. Und nicht so... Wir haben dann zwar mehr Wasserabwehr, klar. Aber, ja, wir haben dadurch halt die... Nicht die negative Feuerabwehr. Und das ist mir ein bisschen zu riskant, muss ich sagen. Wir machen mal die... Nascilla-Material sollten wir eigentlich haben. Hoffe ich zumindest. Werden wir sehen. Ja. Nehmen wir an. Geben wir ab. Ja, wir haben ein bisschen was.
Da geben wir 6 Punkte drauf. Ja, und dann hier nochmal 2. Dann haben wir auf jeden Fall mal die Rüstung. Wenn wir es jetzt noch einmal verbessern können, dann ist es ja schon besser als unsere andere Rüstung. So, verbessern. Rüstung. Das ist mir nämlich echt langsam mal wichtig, weil die Zamtausrüstung, klar, sie ist ganz cool mit Technikboost und Eisboost, aber das ist mir zu präzise. Klar, ich habe die ganze Zeit den Hammer benutzt, aber jetzt benutze ich ja doch meistens Kraft. Oder wenn ich irgendwas anderes benutze, dann funktioniert es halt auch nicht. Und ja, Eisboost ist halt auch nicht. Das ist so spezifisch. Und das mag ich gerade eben nicht. Da ist das hier sehr viel besser. Ja, auf 34. Ja, und wie gesagt, damit wäre es schon ein Punkt besser. Und das sollte funktionieren. Ich weiß nämlich nicht mal, was brauchen wir denn? Vespoidflügel. Oh, 20 Stück. Okay, wir haben 66 Stück. Ich hatte jetzt schon Panik. Aber wir haben sehr, sehr viele Flügel. Wenn das nur im Originalspiel so leicht gehen würde. Die Flügel von den Vespoiden sammeln. Das braucht da nämlich immer ein bisschen lange. So 4 Punkte. Nehmen wir das da einmal. Ja. Okay, verbessern. Ja, da werden wir nicht mehr viel haben. Ja, da haben wir noch 9, also jetzt noch 8. Aber wir haben es auf jeden Fall mal verbessert. Und sie sieht cool aus. Ist einfach so. Und Feuerabwehr haben wir jetzt keine geringere. Kypkoros. Kypkoros sollten wir doch auch haben. Und 5 Punkte kriegen wir auch noch hin. Ja, nice. Damit soll sie auf jeden Fall schon besser sein als unsere alte. Aber von der Standardverteidigung würde ich jetzt ganz gerne mal gucken. Ja, jetzt ist sie auf 38. Das, was ich eigentlich immer mit meiner Rüstung machen wollte, nur, naja, der Thunfisch und so, ne? Der Thunfisch. Es ist unglaublich, dass man das einfach nicht findet. Kypkoros-Materialien. Wir hatten sogar einen Kopf für 10 Punkte. Wir haben 3 Köpfe. Okay, wow. Wir haben viel von diesen Biestern erledigt, ne? Wir nehmen mal das da. Ja. Und dann noch einmal. Und dann haben wir das schon. Interessant, dass man dafür Gypkoros-Material braucht, weil Gypkoros ist ja im selben Gebiet. Normalerweise, um die ja stärker zu machen, braucht man ja meistens dann was, was im höheren Grad ist. Zum Beispiel jetzt gerade die mittleren Käfer, wovon wir noch gar keine haben. Vielleicht haben wir die aber bald schon, weil ich glaube, wir sind jetzt im mittleren Grad, oder? Ich weiß es nicht ganz. Aber da wir T-Rex jetzt bekommen und sowas und Stufe 4 sind, ich glaube, dass wir da ein bisschen besser dran sind. Was wir auch kurz machen können, ist nach den Waffen gucken. Der fleischige Stoß, können wir den verbessern? Nee, brauchen wir auch Käfer mittleren Grades. Azur Schlangenklinge ist es nicht. Das Kezu Schockschwert. Donnerkäfersaft haben wir auch noch keinen. Der Enthaupter ist vom Jan Kutku, haben wir aber keinen. Nee, haben wir nicht genügend blaue Sachen. Das bräuchten wir auch dringend noch. Verdammt, die Flossenklinge. Bulfango-Pelz. Ah, nein, uns fehlt eine Schuppe. Ah, sehr ärgerlich. Und Bulfango-Pelz fehlt uns auch. Okay. Schade. Okay, wir können gar nichts aufbessern. Wow. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Unsere Waffen bleiben also vorerst mal so. Neue schmieden können wir auch nicht, nicht wahr? Also zumindest nichts Interessantes. Der Hydra-Biss. Aber ich spiele halt nicht mit Schwert und Schild. Das ist halt das. Ich spiele... Mittlerweile hat man es ja so gesehen mit Hammer und... Hammer und Großschwert, würde ich mal sagen, sind meine Sachen. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht unbedingt. Klar, ist eine coole Waffe, definitiv. Habe ich ja auch dazu bekommen, wie das Outfit von Naviro. Aber ja, es ist halt irgendwie nicht so das Richtige. Der Kurupeko-Hammer, der sollte doch auch Feuerschaden machen, oder? 3 und Brennschlag macht. Den können wir eigentlich mal machen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das aussieht. Gut, für den Vulkan werden wir es definitiv nicht brauchen, das ist klar. Aber so mal vorerst gesehen, könnte das ganz interessant sein. Ja. Und das da. Okay, geschmiedet haben wir ihn. Sehr schön. Das können wir noch verbessern. Zumindest vielleicht zumindest. Oh, der Plesiov. Nee, aber der Plesiov Kopf macht ja Schlaf, nicht wahr? Oh nee, macht auch Wasser. Ah ja. Hey, wieso habe ich den gerade nicht gesehen? Ich habe bloß nach dem fleischigen Stoß gesucht. Ja, Herr Metauenpanzer, aber auch 3. Ach, toll. Knochen. Ja, Knochen sollten wir haben. Ja, 107. Okay. Die können wir da gut reinbuttern. Davon haben wir ein paar gefunden. Dann machen wir wenigstens die stärker. Jetzt haben wir bloß noch die Schuppen. Wenigstens geht der Schaden ein bisschen hoch. Wenn wir jetzt alles voll von Kurupeko reinhauen. Aber passt schon. Wunderschön. Jetzt brauchen wir da blauer Kutku. Ja, okay. Wenn du meinst, Spiel. Wenn du meinst.
So, dann ändern wir gleich mal unsere Ausrüstung. Das Zubehör könnten wir jetzt eigentlich auch wieder... Wobei, wir gehen gleich wieder in den Vulkan, also von dem her brauchen wir nicht. Wieso habe ich die Lagombi-Rüstung? Achso, weil ich die mir mal alle gemacht habe. So, hier, Narcilla. Na, also. Das sieht doch mal cool aus. Das ist doch einfach mal eine coole Rüstung. Sieht die immer so aus? Ich meine, normalerweise hat sie wahrscheinlich nicht so gute Fähigkeiten. Oder, naja, normalerweise achte ich halt auf andere Fähigkeiten, sagen wir es mal so. Aber ich finde schon, dass die Narcilla sehr cool aussieht. Jetzt geben wir hier noch das Zeug ein. Vorsicht, Steine, ja. Bekommen wir zwei Beruhigungsfallen. Stoppt Handlung für Technikangriffe. Ah, okay. Jetzt haben wir die. Herrn Basarius werden wir bestimmt nochmal begegnen. Da können wir die ruhig nochmal annehmen. Die Benhabras werde ich nie wieder tun, aber Anti-Explosiv ist ganz cool. Halt Sprengschaden. Ja, da habe ich nämlich ein bisschen Angst davor. Das kann ganz schnell mal passieren. Eoprase haben wir ja noch nicht. Eodrom. Für große Fässer. Nehmen wir auch gleich wieder an, weil den werden wir definitiv auch wieder bekämpfen müssen. Feuerkräuter haben wir noch gar nicht. Vulkangüter haben wir auch noch nicht, aber Erzsammlung. Irgendwo, okay. Erzmittel. Ah, Erzmittleren Grades haben wir jetzt langsam. Ich will aber fast schon meinen Jolzbar nicht weggeben. War das mal so. Und dann hier noch die vier. Ja. Wir werden auch wieder welches finden, das ist es ja. Dafür bekommen wir einen Megatrank. Naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben hier noch verdammt viele, die fertig sind, ein paar, die akzeptiert sind. Ich habe das letzte Mal auch gesagt, dass wir zurückgehen wollen und uns da mal ein bisschen umschauen. Das könnten wir jetzt natürlich auch tun, aber ich will jetzt auf jeden Fall das im Vulkan voll fertig machen, weil da sind wir gerade eben an einer interessanten Stelle, würde ich mal behaupten. So, jetzt gehen wir noch kurz zur Stadt. Nein, nicht zu... Ja, okay, dann wechseln wir halt kurz dein Outfit, meine Güte. Wenn du nicht so lange bräuchtest, bis du rankommst... Wir haben noch keine 40 gefunden? Oh. Ach doch, okay, ich dachte schon. 50 haben wir, nice. Habe ich Ihnen das letzte Mal gesagt, dass wir 50 haben? Ich glaube schon. So, wen haben wir denn? Ah, es ist warm hier. Oh, das ist auch niedlich. Wusste ich gar nicht, dass wir das gefunden haben. Ach doch, das war das komische Bademantel. Wo ich nicht ganz wusste, was das sein soll. Das ist Schwimm- oder Badezeug-Schwein, keine Ahnung. Nehmen wir das, nee, das hatten wir, glaube ich, schon. Nehmen wir die Biene. Die ist auch niedlich. Wie es sich freut. Schön. Okay. Dann haben wir das noch getan, obwohl ich das nicht tun wollte. So, zu dir wollte ich nämlich. Und eine Erkundungsgruppe starten. Das kann ich nämlich ja super tun, während die da unterwegs sind. Da Schneefeld, blühender Pass... Was nehmen wir denn da? Was brauche ich denn? Kräuter? Na, Kräuter nicht unbedingt. Blitzkäfer, Diamantsamen. Sushifisch, Schneeblume. Hm. Empfohlene Elemente. Da. Nehmen wir das dann. Zielwellen, Erfahrung erhalten. Und Monstis wählen. Jetzt packe ich mal ein paar andere Monstis rein. Achso, ja, okay. Stimmt ja. Ich kann die ja wechseln. Und zwar packe ich rein Godzilla. Ganz, ganz wichtig. Dann kommen hier seine beiden Klone. Bei denen ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob die da jetzt so viel tun können. Ich habe so viele von denen, ne? Da auf jeden Fall natürlich Clayface. Oh, das ist noch 10%. Wieso denn das? Das hört sich jetzt gar nicht so gut an, ne? Und hier nochmal ein zweiter Clayface. Na, also jetzt sind es 15%, genau. So, packen wir die hier rein, weil ich will auf jeden Fall Godzilla und Clayface ein bisschen aufbessern. Weil, ja, die brauchen Wasserangriffe beide, weil es sind beides Wasserwürfern, aber ich habe halt mit denen keine Wasserangriffe. Deswegen hätte ich das ganz gerne. Ja, mit der Gruppe fortfahren. Ziel haben wir gewählt, Erfahrung erhalten. Feld wählen, wir können noch die Pondry-Hügel nehmen. Wobei, vielleicht stellt sich dadurch das was frei, wenn sie hier hingehen. Keine Ahnung. Schicken wir sie los. Ja. Damit sind sie 20 Minuten unterwegs. Und in 20 Minuten können wir sie dann wieder abholen und haben hoffentlich da irgendwas erreicht. Ich hoffe übrigens, dass sie dann Fähigkeiten bekommen, wenn sie da unterwegs sind und Level sammeln. Wir werden sehen. Aber es wäre so... Oh, Ratter! Was machst du hier? Ach so, er muss Dings.
Er muss da draußen warten und muss halt warten, damit wir da losfliegen können. Okay. Wir fliegen aber gar nicht, sondern wir nehmen den Katzavan. Geo Fulcrit haben wir jetzt hier auch. Und gehen hier zum Dovan-Vulkaneingang. Dort sind wir das letzte Mal stehen geblieben, weil wir, wie gesagt, da auf Dr. Manelger gestoßen sind. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Okay. Soll ich zuerst dort entlang gehen? Wir sind ja vom Aufzug gekommen. Ach komm, wir triggern zuerst die Cutscene. Hey, Freunde, was geht? Ja, jetzt haben wir dich, Manelger. Ich habe erwartet, dass ihr es so weit schaffen würdet. Ich habe nicht erwartet, dass ihr es so weit schaffen würdet. Und nun pfuscht der Narren schon wieder in meiner Forschung herum. Aber eure Pläne wurden durchkreuzt. Hier ist Endstation für euch. Auswegslos. Juck, die wichtige Sache muss man zweimal sagen. Das ist das letzte Mal, dass ihr mir in die Quere kommt. Adios, ihr nervtönenden Rider. Oh nein. Ich habe mich geändert. Also meine Sachen. Dieser Stein, es ist der gleiche, der den Eingang blockiert. Manelger! Warum auch immer er dieses Bergwerk eingenommen hat, es ist definitiv eine schlechte Nachricht für uns. Wir müssen etwas wegen dieses Steins unternehmen, ehe wir ihn aufhalten können. Oh, junger Rider, bist du okay? Ja, wie seid ihr hereingelangt? Ich weiß nicht warum, aber der Stein, der den Eingang blockiert hat, verschwand ganz plötzlich. Ja, der Doktor muss ihn bewegt und hierher gebracht haben. Der Doktor? Er ist ein Krimineller, hinter dem die Autoren her sind. Und es ist uns gelungen, ihn bis hierher zu verfolgen. Er muss irgendwo hinter diesem Stein sein, aber wir können ihn nicht bewegen. Er braucht eine große Fassbombe, UG. Die Explosion soll stark genug sein. Alles, was ich benötige, um eine zu bauen, ist ein Flammenstein. Hörst du das, Partner? Wir finden einen Flammenstein und wumms, ist der Weg zum Manelger frei. Storyquest wurde aktualisiert. Okay. Ah. Große Fassbomben. Dr. Manelger war doch hier und der Stein, der den Pfad blockiert hat. Er hat sich bewegt. Jetzt ist der Weg frei, um Domir und die anderen zu treffen. Wenn du ihnen Flammensteine bringst, zerstört er den Stein mit einer großen Fassbombe UG. Jojo. In der Fellensiedlung könnt ihr euch den Flammenstein schnappen. Um zur Siedlung zu gelangen, müsst ihr am Rangierbahnhof die Lore von Gleis 1 nehmen. Ihr müsst jedoch die Weiche umlegen, bevor ihr die Loge einsteigt, um dessen Bestimmungsort zu ändern. Ich habe euch die Weiche auf der Karte eingezeichnet. Ihr werdet hier ein paar bombige Vorbereitungen treffen, solange ihr den Flammenstein besorgt. Ja. Die Lore auf Gleis 3 bringt euch direkt zum Rangierbahnhof. Nur komm nix seid ihr da. Denkt daran, die Lore auf Gleis 1 führt zur Fellensiedlung. Nun, selbst wenn ihr es vergessen solltet, schaut einfach nochmal auf die Karte. Wir zählen auf euch. Okay, das hat natürlich nicht so gut funktioniert, dieser mysteriöse Stein. Dieser Geruch, es ist der gleiche wie der Fels am Eingang. Er ist sicher nicht runtergefallen, oder? Wie konnte das überhaupt geschehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, okay, da oben ist ein Loch, also es ist einfach durchgefallen. Dieser Stein. Ach, und jetzt können wir hier entlang. Gleis 3, Rangierbahnhof. Okay. Dann reisen wir mal wieder dort rüber. Und schauen mal, ob wir zur Fellensiedlung kommen. Weswegen auch immer die Fellen hier in einem Vulkan eine Siedlung haben. Aber hey, wenn sie meinen... Ich will sie daran nicht hindern. Okay, da haben wir wieder Buldrome. Ist natürlich die große Frage. Wir müssen die Weiche umlegen. Bringen Buldrome auch Bulfango-Fell? Ich glaube nicht, oder? Ein Fallengerät. Aha. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon bekommen. Ich will ein paar Erze haben. Ja, okay, Jolzbeerz. Dort nach hinten müssen wir. Zu dem Gleis wahrscheinlich. Jetzt nur die Frage, wie wir das genau machen. Da sind jetzt auch noch Konchus. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Da ist ein bisschen Gemüse. Ja, komm. Wir brauchen ja eh noch ein paar Vorräte hiervon.
Seifengras, aha. Da ist der Schalter verloren Nummer 1. Nun können wir ihr Endziel zum Ort des zum Ort mit dem Flammstein ändern. Okay. Wird gemacht. Okay. Hi, Ratter. Ich hatte kurzzeitig schon Panik. Die Lore auf Gleis 1 fährt es zur Fellensiedlung, Kumpel. Ja, das wissen wir. Genau dort wollen wir auch hin. Gleis 1, Fellensiedlung. Ja, würde ich sagen, gehen wir los. Arg viel andere Richtung haben wir jetzt gerade eben ja nicht. Ich bin nur noch ein bisschen nervös, was den Stein angeht. Aber, naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, das ging schnell. Hi, Fellen. Was machst du denn? Baggerfellen, aha. Boom, das süße Aroma von Flammenstein. So duften Explosionen. Du willst einen leckeren Flammenstein? Na klar, habe ich die Ware. Ich gebe dir diesen Mietz klein. Aber du musst mir versprechen, dass du ihn explodieren lässt. Sieht aus, als ob das hier ein Flammenstein ist. Fantastisch, lass uns zum Fels zurückkehren, jetzt, wo wir das heiße Zeug haben. Flammensteine halten, das ging sehr, sehr einfach. Wow, okay, Katze Warnstand. Wieso war das so einfach, einen Flammenstein zu besorgen? Na gut. Meine Sorge soll's nicht sein, helfende Fellen. Damit das mal kein heißer und verschwitzter Kunde ist. Heilen gefällig, TP und Herzen wieder auftanken. Jetzt neu mit Zenny Zurückgarantie. Du verlängst eh keine Zenny. Brandheiß und exklusiv. Unsere aktuelle Feuerheilmethode. Lassen Sie nichts anbrennen. Okay. Finde ich gut. Ganz genau. Unser Magma-Bad ist die heißeste Behandlung weit und breit. Wirkungsvoll und belebend. Okay, ich gehe dann mal lieber schnell. Magma-Bad hört sich jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut an. Achso, wir hätten auch mit der Schnellreise reisen können, aber egal. Ist ja auch bloß zwei Lornfahrten entfernt. Vielleicht machen wir einen Bulfango nochmal platt? Keine Ahnung. Ein Bultrom? Halt. Ich weiß es nicht. Er bringt halt keine Erfahrungspunkte. Das ist halt das Problem. Er bringt ein bisschen Material, aber... Naja. Ist jetzt nicht so interessant. Ich glaube, das lassen wir einfach. Die Biester lassen wir einfach in Ruhe. Ich weiß eh nicht, weswegen die hier so rumhängen. Was wir aber gleich machen, müssen uns auf jeden Fall noch auf den Kampf vorbereiten. Weil das wird nicht angenehm. Kampf gegen den Stein. Ja, schauen wir mal, wie das laufen wird. So. Da ich Angst habe, dass die Cutscene gleich triggern könnte, sobald das losgeht. Waffen? Was nehmen wir denn? Der Haischlitzer? Nee, ich will Wasser nehmen. Plesiov-Kopf. Aquaschlag. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch die Plesiov, die Flossenklinge. Können wir die mal vergleichen? Ja, okay. Wasserhieb, Aquaschlag. Flossenklinge hat 1% kritisch mehr. Plesiov-Kopf 2 Schaden mehr. Es macht jetzt echt nicht die Welt aus, ne? Ich glaube, ich nehme aber mal den Kopf. Was macht der... Das ist natürlich die nächste Frage. Was könnte das Biest machen für Schaden? Weil Plesiov-Kopf wäre stärker am besten. Um die Kombo zu machen halt. Keine Ahnung. Das ist jetzt die Frage, welches nehmen wir da? Ich nehme mal das... Ich weiß gerade nicht, welche Fähigkeiten ich habe. Den Kühlenden brauchen wir gerade eben nicht, nicht wahr? Doch, brauchen wir, okay. Beziehungsweise, nee, brauchen wir nicht. Weil ich kann ja einfach einen heißen Nebel nehmen oder einen kühlen Nebel. Dann nehmen wir da nämlich einen anderen. Leichte kritische Rate. Ja, wobei, jetzt wo wir natürlich das kritische Auge haben, können wir natürlich auch das nochmal nehmen. Drachenabwehr und schnellwässriger. Wir können natürlich auch ein Gift... Naja, das haben wir jetzt nicht, oder? Giftabwehr. Und die siegelnder, lähmender, blitzender. Kraftabwehr und Kraftabwehr. Ja, toll. Ich glaube mal, dass er Kraft machen wird. Ja, oder vielleicht Geschwindigkeit. Das ist immer schwierig zu sagen, finde ich. Wird leicht ausgeteilte Feuerschadenmenge. Nee. Definitiv nicht.
Hat bloß leicht in Angriff. Kalter und schneller. Eisschadenmenge. Ja, wir haben gar nicht so viel. Antiverbrennungstalisman. Verbrennung hat keine Wirkung auf dich. Okay. Das wäre mal gar nicht verkehrt. Vielleicht nehme ich den. Weil Angriff hoch ist jetzt auch nicht so interessant. Oder die kritische Rate halt. Wir haben hier nochmal irgendwo ein bisschen Angriff nach oben. Hier. Gleich den Angriff. Ah, Verbrennung ist das so wichtig. Wir werden verbrannt, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir das so. Der Antiverbrennende. Dann bekommen wir da nicht so viel Schaden. Weil meistens ist ja nicht der Schaden, den wir austeilen, sondern eher den Schaden, den wir einstecken und dadurch dann halt irgendwie handeln müssen. Also wir stecken meistens mehr ein, als wir ja eh austeilen können. Jetzt ist natürlich die Frage, nee, ich habe auf Kombinieren gedrückt. Ich würde ganz gerne den Kühlnebel benutzen, genau. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal schnell in den Kampfbeutel. Wie sieht's da denn aus? Ja, wir haben Schockfallen dabei, Gegengift, Energy Drink, Brandsalben haben wir. Fernglas, wobei das nicht so interessant sein wird. Kraftangriffe. Ich gehe mal davon aus, dass er Kraft machen wird. Keine Ahnung. Probieren wir es mal so. Okay, wir waren einen Schritt davor, die Cutscene zu triggern. War knapp. Wir sind bereit. Trete zurück. Wir sind beschwindelt worden. Das war kein Stein. Es war ein Organ. Er sieht wütend aus. Und sieh dir die Rüstung an. Er wird von Malnelga kontrolliert. Komm, Partner, lass uns reiten. Das ist der Organ. Dann ist der Organ bald Ura fort. Oh. Ich dachte, es wären normale Organe und nicht... Oh, dann kann er den echt kontrollieren. Wie mies. Zeit zu kämpfen, auf jeden Fall. Ja, es ist ein M-Organ. Lass dich nicht von einem Pulverstein treffen, Kumpel. Oh, nee. Pulverstein? Was soll das jetzt heißen? Okay. Wen nehmen wir denn da? Calamity? Jaws. Jaws wird noch am meisten Schaden machen, oder? Das ist halt das Problem. Das eigentlich ist ja Wasser. Wir nehmen mal Jaws. Der kann auch schön alles angreifen. Ich weiß halt gerade auch noch nicht, was er machen wird. Ah, okay. Ah, weil ich die Rüstung natürlich nicht mehr anhabe. Logisch. Blöd. Ich könnte es aber gleich den Aquaschlag machen. Ganz gegen den starken Wasserschaden zu. Was machst du denn eigentlich? Oh Gott. Du greifst mich an. Lass dich nicht von einem Pulverstein treffen. Was soll das jetzt bedeuten? Den nicht angreifen oder wie? Hm. Ich könnte natürlich mal mit dem Aquaschlag draufhauen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass er Geschwindigkeit macht, dann gehe ich gleich mal auf Technik. Wenn das passt, dann haben wir gleich ein... Nee, Quatsch. Ich gehe ja von Kraft aus. Das ist ja das. Ja, okay. Es war Kraft. Passt schon. So, voll auf die Fresse. Ja, macht au. Hoho, das tat weh. Au. Technik ist halt überhaupt nicht gut. Ja, Kraft. Er macht auch Kraft. Haben wir ein Geschwindigkeitsmonster? Calamity war auch Kraft. Verdammt, wir haben bloß Kraftmonster gerade eben. Aber Kraft ist fast schon besser als Geschwindigkeit. Oder als Technik jetzt gerade. Mal sehen, wie du es überlebst. Ich mache mal hier einen Frostatem. Und da hauen wir auf den Kopf mit dem Kraftangriff. Oh, da kam Technik, okay. Na egal. Es macht echt nicht viel Schaden. Mal sehen, wie viel das macht. Er hat doch Eis, oder? Quatsch, er hat doch Wasser. Technikangriff. Okay, es geht. Normaler Technikangriff geht tatsächlich. Jetzt machst du aber irgendwas anderes. Ich hoffe aber auf jeden Fall trotzdem seinen Kopf an. Wilder Donneratem. Ach ja, stimmt ja.
Adorno macht uns beide nicht so viel. Aber er hat ja... Er kann ja, ja, ein paar Sachen machen. Oh, so viel dazu. Wieso macht das ihm denn so viel Schaden? Wow. So, ich gehe mal von Kraft aus. Wobei, er kann auch Technik machen. Also scheinbar hat er Kraftfähigkeiten. Er macht lieber Technik. Ich gehe trotzdem auf Geschwindigkeit. So viel dazu. Kann ich halt nicht mit rechnen, was es ist. Wie Schema merken? Ja, was soll ich mir da merken? Ich habe so Angst vor dem Pulverstein, muss ich sagen. Oh, oh. Okay. Okay, scheinbar war das irgendwie gut, das zu machen. Okay, er macht also ganz gerne Technik. Was macht er jetzt? Einen Pulverstein beschwören? Irgendwas ist mit diesem Pulverstein, aber ich weiß nicht genau, was. Oh, ich muss mich jetzt schon heilen, ne? Na gut, dass wir die Dings gerade eben verloren haben, ist halt auch blöd. Okay, Pulverstein. Was macht dieser Pulverstein? Ich verstehe es noch nicht ganz. Es beschwört den Pulverstein, ja, okay. Oh, gleich zwei. Was? Was auch immer die jetzt genau machen. Und was auch immer du jetzt genau machst. Okay, ist bloß einer. Jetzt kommt ein Kraftangriff. Der weiß auch nicht, was er tun soll, ne? Ach so, und Jaws greift. Hm, toll. Gut gemacht, Jaws. Gut gemacht. Ich würde mal ganz gerne Jaws heilen. Was macht er? Megakiefer oder was hieß das? Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Jaws greift die ganze Zeit diesen Pulverstein an. Ich verstehe nur nicht ganz, was das bringt. Ah, da wurde Donneratem, okay. Auf mich, das macht auch unendlich viel Schaden. Wow. Aua. Sein Atem ist aber viel zu stark. Das ist halt der Pulverstein wieder. Okay, man kann ihn auf jeden Fall dann dazu bringen, den Pulverstein immer wieder zu beschwören. Ah, schade, warum er nicht. Wäre schön gewesen, wenn er dann dran, wenn der Organ zuerst dran gekommen wäre. Hätten wir den Pulverstein auch gleich Schaden gemacht. Ich bin mir gerade noch nicht ganz so sicher. Es läuft irgendwie noch nicht so gut. Können wir den Aquaschlag machen. Wir können zwar gerade eben auch reiten, aber ich glaube, er macht eh wieder den Donnerangriff. Und irgendwie, wir kommen gerade nicht voran. Oh, Schwanzbomber. Oh nein. Jetzt aktiviert bestimmt die Dings. Zack. Oh, 88. Na also. Ist sein Kopf gebrochen? Nee. Schwanzbomber wird benutzt. Ja, was heißt das jetzt? Au, okay. Oh, ich habe Bombenelement drauf. Was heißt das jetzt? Ich habe bloß die Brandsalbe, aber halt nichts gegen Bombenelement. Oh, nö. Ah, und wir können jetzt nicht mehr reiten. Mm. Sehr, sehr blöd. Zündender Schlag. Das geht doch jetzt bestimmt. Ja, versuch den... Oh Gott. Au. Okay, bloß auf Jaws. Gut, dass es bloß auf einen geht. 30 Schaden. Der Kopf geht aber halt auch nicht kaputt, ne? So, wir setzen mal auf. Er greift uns an, aber irgendwie auch nicht wirklich. Mach mal Kraft. Achso, bewirkt wieder einen Pulverstein, okay. Schon komisch, dass das... Also das macht er halt echt immer. Das mag er ja scheinbar schon sehr. Jetzt greift er uns an. Der Pulverstein hat uns irgendwie auch im Blick. Er hat schon lange seinen Dings nicht mehr gemacht, sein Stampfen. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt das machen wird. Ja, wann macht er das? Keine Ahnung. Er hat einmal die Fähigkeit gemacht. Okay, er macht also Fähigkeiten nicht oft. Gut, merke ich mir. Aber wir müssen eigentlich den Pulverstein angreifen, weil es macht ja schon ein bisschen Schaden. Na gut, aber da er uns jetzt nicht angreift, können wir Technik machen. Oh, der Donneratem. Ich hasse ihn. Der macht echt so viel Schaden. Ist Jaws dagegen anfällig gegen Blitz? Ich dachte aber nicht. Sollte doch anfällig gegen Donner sein. Was macht er jetzt wieder? Kann jetzt gerade halt nichts tun. Kalkulieren, na okay. Das heißt, er erwartet. Aber ich glaube, ich greife... Ah, nee, perfekt. Ich wollte gerade sagen... Pfoten hatte ich, Partner. Kein Wille Donneratem mehr. Oh, perfekt. Sehr, sehr gut. Die schlimmste Sache ist jetzt weg. Und jetzt macht er den Megastampfer. Ach komm, was soll... Was?
wenn es aber halt auch nicht funktioniert, ne? Und ich muss jetzt die Bindung machen, weil ich kann ihn ja jetzt nicht heilen. Das heißt, er wird gleich draufgehen einfach. Das ist auch so blöd. Ja, da kommt er zu... Ja, jetzt ist er eh tot. Das Reiten funktioniert halt nicht gegen Viecher, die einfach viele Fähigkeiten machen, weil wir dann die Leben ausgehen von meinem Monster. Und wenn ich dann halt nicht perfekt vorausschauen kann, welche Fähigkeit er macht, weil er was komplett random macht, dann, ja, bringt's halt nichts. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut, die 100 werden vorerst mal reichen. Und es ist halt, egal wie ich es mache, es ist gerade immer falsch. So, jetzt hat er wahrscheinlich zwei, oder? Ne, bloß einen. Okay. Einer passt ja mal vorerst. Du greifst an. Ne, du machst irgendwas anderes. Kann ich dir nochmal so einen Aquaschlag verpassen? So lange solltest du aber eigentlich auch nicht mehr aushalten, oder? Da kommt ein Kraftangriff. Achso, ja klar, auf Jaws. Logisch. Zack, 91. Na also. Das macht doch gar nicht schlecht Schaden. Sollte jetzt auch den Kraftangriff überleben. Jo, das ging ganz gut. Er greift wieder nicht an. Macht er jetzt zündenden Schlag? Ich weiß es nicht. Ich habe aber gerade eben nichts. Nee, zumindest nicht das. Können wir so einen Aquaschlag. Ich könnte ihn auf ihn draufhauen. Ja, ich muss aber eigentlich Jaws wieder heilen. Ansonsten geht der drauf. Ich kann da noch was überleben, aber Jaws halt nicht. Ja, Schwanzbomber. Macht uns beiden Schaden, nicht wahr? Okay, er greift den Pulverstein an. ja, okay. Macht ganz gut Schaden und wir sind noch ganz gut dran. Das geht also eigentlich gerade eben. Ich würde aber trotzdem ganz gerne den Aquaschlag machen. Ist mir doch... ja, ich hätte es auf den Dings. Ich hätte es auf den Stein machen sollen. Naja. Wir haben bisher noch keinen kritischen hinbekommen. Ist auch super. Obwohl wir jetzt ja kritisch erhöht haben. Also klar, um 1, aber trotzdem. Ich hatte gehofft, dass es mal ein bisschen besser geht. Jaws kassiert davon nicht so viel Schaden. Das ist ganz gut. Er wird jetzt eh wieder den Stein beschwören. Machen wir nochmal einen Kraftangriff. Plus 32. Ja klar, stimmt. Da war ja was. Und der Pulverstein, ja, ist schon klar. Oh, Atemkampf. Das hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Oh, meine Güte. Das sah interessant aus. Nur Organ will man selten sehen, wie er aber bloß Donner kotzt. Iris Atem. Ich mach hier... den Aquaschlag gegen den Stein. Oh, nee, gegen ihn. Mach ich den Aquaschlag, ja. Okay. Na also, geht doch. So, das sollte jetzt reinhauen. Weil es ja auch noch eine Fähigkeit ist und er die verloren hat. Oh ja. Sehr schön. Ach, toll, jetzt spielt er aber total verrückt. Das ist großartig, aber da kommt natürlich auch nochmal der Frostatem. Oh, nice. Das ist natürlich auch gut, dass er das jetzt hat. Er geht auf Jaws, kann ihn aber eigentlich nicht genügend Schaden machen. Und er kann gerade eben keine Fähigkeiten machen. Sehr, sehr schön. Das sieht doch gerade eben ganz gut aus. Sehr schön, dass er den bekommen hat. Okay, Pulverstein wurde erledigt. Ich hau nochmal drauf. Irgendwie, ich komme aber auch gerade nicht dazu. So viel dazu. Au. Wieso hat er 22 Leben dazu bekommen? Bekommt er nicht normalerweise bloß, wenn er... wenn er irgendwas tötet? Ja, geht halt wieder auf Jaws, das ist das Problem. Der Eisatem ist da jetzt aber auch echt nicht die beste Idee. Wollt er vielleicht gerade im Wechseln? Wer könnte noch gut Schaden machen? Ja, Calamity hat ein bisschen wenig. Baye könnten wir mal holen. Für den Spinnensturm, falls er den überhaupt kann. Gerade eben. Nee. Oh, doch, kann er, aber ist halt eine. Ist eine. Technikangriff und den wollen wir ja gerade nicht. Kraft ist da eigentlich sinnvoller. Doppelangriff? Ah, schade. Ja, wäre trotzdem blöd gewesen, den Spinnensturm zu machen, muss man sagen. Hat also so gepasst. Oh, das wird, glaube ich, sehr einfach, was? Als ob Bayek einfach so gegen den Uragan gewinnt mit dem Dings.
mit so einem Angriff. Es ist, besteht eine hohe Chance, dass er das durchbringen könnte. Na, Geschwindigkeit macht er nicht, also gehe ich einfach mal auf Kraft. Ja, okay. Ist wenigstens ausgeglichen und wir haben die Kombo, ne, also. Genau das wollte ich doch. Und er ist vergiftet, sehr schön. Auch paralysiert? Ne, bloß vergiftet, trotzdem cool. Trotzdem sehr, sehr cool. Bayek hat das getan, was er tun sollte. Zumindest mal vergiften. Calamity. Ich habe ein bisschen Angst, Calamity zu rufen. Daredevil können wir nochmal holen. Ich meine, jetzt kann ich auch mit allen kämpfen, das geht schon. Was machst du denn? Oh, du hast wieder deine Fähigkeit. Dann holst du bestimmt auf bestimmt wieder deinen. Machen wir mal den wilden Donneratem, ja. Holst du bestimmt wieder deinen Stein. Falls das aber nicht tut, packe ich mir gleich wieder einen Trank rein. Ja, da kommt nämlich der Schwanzbombe. Das war irgendwie schon klar. Das eine Mal, wo der Stein weg ist, und ich davon ausgehe, dass er das macht, da holt er ihn dann nicht. Das hätte schief gehen können. Okay, wilder Donneratem und dann kommt gleich noch das Gift dazu. Oh, 145. Der ist scheinbar auch ein bisschen giftanfällig. Ein bisschen blitzanfällig. Und das Gift hat ihn erledigt. Okay, sehr gut. Dann hat Bayek ja alles richtig gemacht. Nice. Das lief doch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Es hätte zwar noch besser laufen können, aber naja. Es hätte besser laufen können, wenn wir halt Dings gehabt hätten. Wenn wir... Oh, Donner aufladen. Wenn wir einfach mal ein gescheites Wassermonster gehabt hätten. Aber so war es ja auch gut. Schön. Mysteriöse Kristall. Unidentifizierter Kristall in einer Monsterrüstung. Glitzert wie ein unruhiges Licht. Aha, und Kohle haben wir bekommen. Oh, sogar sehr viel Kohle. Oh, nice. Damit haben wir dann, glaube ich, Hochmetallrüstung. Rüstung zur Verbesserung der Offensivkraft ohne Bewegungseinschränkung. Aha. Schon interessant. Aber mit der Kohle können wir ja die ganzen... Und unendlich viel Drachenid-Erz, wow. Können wir ja die besonderen Sachen abschließen für Dovan. Diese Dovan-Quest. Nice. Das ist ziemlich cool. Also die Belohnung war schon sehr, sehr gut. Nach Dovan erreicht. Sie haben den Uragan gezwungen, den Bergwerkseingang des Doktors zu hüten. Ja, unverzeihlich. Ihm hinterher. Flucht aus der Lavahöhle. Der große Stein war eigentlich ein modifizierter Uragan. Manelga und sein Assistent sind zum Dovan-Vulkan gerannt. Navero benimmt sich schon wieder eigenartig. Aber jetzt musst du durch die Lava hindurchgehen, um sie zu verfolgen. Die Erkundungsgruppe ist zurück. Perfekt. Das werden wir natürlich auch gleich. Neuer Rider-Kartentitel, wunderschön. Aber wir gehen erstmal zurück nach Hause. Katzavan nehmen, genau. Also nicht nach Hause, sondern nach Geofulcrit. Und schauen da gleich mal nach unserer Erkundungstruppe, was die so erreicht hat. Und heilen uns auf jeden Fall auch kurz, weil da haben wir jetzt einiges einstecken müssen. So, wunderschön. Da ist der Schrein, da ist eine Oma, da. Außerdem können wir da gleich die Quest abgeben. Was gibt's zu sehen, Stallpfote? Kundungsgruppe. Super, sehr schön. Okay, irgendwas. Schnellwasser. Okay. Auflöskopfstoß. Ja gut, das ist ja der andere. Aber was ist ein Schnellwasser? Riesenfellfin schon wieder, aha. Ja, sehr schön. Gewaltiger Fellwinder ist. Achso, ja, genau. Okay. Jetzt würde ich mal ganz kurz gucken, was dieses Schnellwasser ist. Hat das jetzt Godzilla gelernt? Ich hoffe es mal. Nicht Godzilla? Nein, das ist einer von... Wieso sind die jetzt schon Level 12? Was ist los mit euch? Hä? Welcher hat das gelernt? Ach, Schnellwasser ist ne Dings. Hm, bestimmt. Ein Gen. Ja, hier. Halte nach einem Kampf nach 3 Runden einen Wasserbonus. Ah, ich glaube, das hatte er schon. Oh, wie dumm. Ja, und die anderen haben jetzt halt Auflöskopfstoß gelernt. Super. Also der andere Barif. Die lernen einfach keine Wasserangriffe. Ich hasse das. Die schicke ich gleich nochmal los. Na, nicht Monsters freilassen. Oh Gott. Das hätte schief gehen können. So, Erfahrung erhalten, da Schnee fällt, ja, können wir da was anderes machen? Da sollen wir halt keine Dings. Da sollen wir halt kein Wasser hinschicken. Schicken wir da aber nochmal das hin, ja.
Erfahrung erhalten, genau, entsenden. Los geht's. Ja toll, die sind alle von Level 1 auf Level 12 gekommen, aber die anderen nicht wirklich voran. Ja, ja. Legt los, Freunde. Macht das Beste draus. Wir haben unser Bienenpugi, wir gehen kurz ins Haus und schlafen. So, und dann können wir jetzt eigentlich schon die Quest gleich abgeben. Weswegen waren wir da hinten dann noch nie? Was ist da hinten? Oh, da unten ist eine Quest, okay. Oh, hier auch. Aha. Hä? Waren wir echt noch nie? Ist hier nicht der Hafen? Also kommen wir jetzt wo ganz anders hin. Scheinbar schon. Hä? Hä, das ist ja irgendwie noch mal ein zweites Dorf hier unten. Hier, doch, oder? Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir dann schon. Nur diese zweite Strecke habe ich noch nie gesehen. Darunter. Wie gesagt, da sind wir schon runtergelaufen. Ach ja, oder? Doch? Ah, doch, ich glaube, von hier aus kommen waren wir dann hier. Und dann haben wir, dann haben wir die Strecke hier genommen. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Okay. Ich war mir aber bloß nicht mehr sicher. Aber wir haben trotzdem hier noch Quests. Das ist tatsächlich so. Angeheuerter Jäger. Aha. Ich habe blöderweise eine Quest in Gilgaran angenommen, um den Stampfhammer Sindoman zu erledigen. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht genau, dass ich... Ich weiß genau, dass ich keine Chance gegen dieses Ding habe. Also bin ich jetzt ganz schlau und rekrutiere jemanden, der das für mich übernimmt. Na toll. 5000 Zenny. Oh. Brachial-Tigi. Ja, okay. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das nicht kann. Also von dem her, wir haben was gemeinsam. Oh. Warte, bist du sicher, dass du das, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Hast du mich nicht gehört? Das ist gefährlich. Na gut, also falls du zurückkommst, gebe ich dir dafür ein Buch für das Jagdhorn. Morendo. Aha. Na, wir werden sehen, ob wir überleben werden. Pugi! Oh Gott, ich habe dich gar nicht gesehen. Hier war ich nämlich wirklich noch nicht. Es tut mir leid. Du kleines, süßes Ding, du. So, wunderschön. Anti-Explosiv, das brauchen wir dann definitiv auch bald. Da habe ich zwar noch ein bisschen Angst davor, aber ja, wir kommen wohl nicht drum rum, dass bald Monster auftauchen werden, die explosive Sachen machen können. So, wir holen nochmal kurz die Quest dort unten. Und dann geben wir unsere Quest ab und dann wird es wohl auch schon Zeit, in den Vulkan zu gehen. Der versteckt sich dahinter, okay. Verzagte Jägerin. Kanschepanzer schützen Loren vor Stößen. Aber sie sind schnell abgenutzt, also brauchen wir viel mehr davon. Ich bin ganz allein. Naja, das ist ja irgendwie... Würde es mir vielleicht helfen? 30 Kanschepanzer, ich glaube, die haben wir, oder? Üppige Rezepte, aha. Wirklich? Danke. Ich habe mich nicht getraut, jemand anders zu fragen. Ich habe auch ein Kombobuch für dich, wenn wir fertig sind. Das ist für üppige Rezepte. Darin gibt es Rezepte für steingebratenen Fisch und gefrorene Pilze. Hä? Ja, wie viel habe ich denn? Nicht genügend? Habe ich jetzt so wenig Konchus erledigt? Na, macht irgendwie Sinn, ne? Nebenquests hier. Oh, hä? Wie viel haben wir denn? Ach, ja klar, die haben wir ja auch noch alle. Stimmt ja. Hart wie Stein, die Rückenpanzerkeule brauchen wir genau. Das Rätsel haben wir auch noch nicht. Wir haben noch einige nicht. Wir wollten ja eigentlich auch gleich zurück. Aber zuerst will ich ja mal den Vulkan erledigen. 30 und wir haben 27. Ist nicht dein Ernst, dass uns 3 fehlen. Ja, gut, okay. Dann holen wir uns halt die 3 noch. Sollte ja hoffentlich bloß ein Konto sein, den wir da platt machen müssen. Wir werden sehen. So, normale Nebenquests. Geben wir die ab, die wir abgeben können. Ja, die sind bloß akzeptiert. Hier, nach Dovan. Tatzenpass. Achso, Goldknochen und Kohle. Ja, Kohle haben wir jetzt ja genügend. So, ja. Perfekt. Ja, dafür bekommen wir einen Tatzenpass und 1500. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Erledige einen Uragan. Eine große Fassbombe. Das machen wir natürlich gerne. Vulkan geschmiedet. Ein Gravios. Oh. Das ist jetzt nicht bloß so ein langweiliger Basarios, sondern gleich ein Gravios. Lavadrache. Das ist... Okay, Lagnaktor, naja, nicht ganz. Lagnaktor werden wir auch noch früh genug begegnen, oder? Hieß es ja, dass wir... Nee, halt.
Der Gnaktor ist im Vulkan drin, aber ich dachte, da von dem bekommen wir den Feuerstein. Okay, interessant. Ist hier noch jemand? Ach nee, dem haben wir seine Kraftsamen gegeben. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein in den Vulkan und schauen mal, was wir dort noch so haben. Wie gesagt, das würde ich noch gerne abschließen, das ist die Sache mit Manelga. Und dann können wir zurückgehen.